Da sind wir wieder und wir befinden uns immer noch in der Skorpionhöhle. Nur sind keine Skorpione mehr da. Warum? Weil wir sie alle getötet haben. Wieder eine Art ausgestorben. Ja. So, und wir gucken jetzt mal, was wir gerade Geiles bekommen haben. Es war einmal was für der Arme. Heilige Waffe. Ist das eigentlich auch irgendwie so angelegt in dem Inventar, dass es eigentlich immer das Letzte, theoretisch das Neueste ist? Ich habe das System noch nicht ganz verstanden, also... Heilige Waffen. Ich weiß es nicht, was es war. Lederhandschuhe. Ich glaube, es war eine Stinklederhandschuhe. Ach, was weiß ich denn. Und das andere war für die Beine, ne? Ja. Kavalier, Reitergrief. Ja. Aber auch hier werden wir... Also dann wären es wahrscheinlich... Deswegen finde ich, sollte man immer alles verkaufen, was man nicht braucht. Ja, du weißt es ja nicht. Dann kommt wieder irgendjemand, der schreibt, hey, das ist super geil, damit macht ihr Doppel-XP, seid viermal so schnell und außerdem heilt es euch noch. Weißt du, sowas ist in Zeiten von Dark Souls und Demon's Souls ist es reingekommen, aber nicht bei so einem PlayStation 2-Spiel. Na, das ist doch hier schon drin, was wir dann schon für Item-Informationen bekommen haben, auf die kein Mensch gekommen wäre. Nackt hätte ich das durchgespielt. Bitte nicht. So, hier, nochmal Geist H2O. Ich weiß ja, wo es herkommt. So, das heißt, du gehst jetzt wieder hoch? Also, wo ich es herbekomme. Ich gehe wieder hoch, genau. Mach eine Mumie platt so, und dann gehen wir links rum gleich. Eine war doch tatsächlich noch getötet worden hier anscheinend. Ja, hast du ja auch. Hab ich gerade mitbekommen. Vier Schläge oder so? Das haben wir jetzt gerade hier, meine Lieblingswaffe, ne? Ja. Na komm, mach einen. Bam. Ja, komm. Ja. Okay, das waren jetzt vier Schläge. Sollen wir einmal vergleichen jetzt? Ich sehe noch ein paar mehr Mumien. Ich möchte das jetzt mit dem, du weißt, mit dem Holy Sword da, mit diesem. Ach so. Wie war das denn nochmal? Das war einer vom Anfang, ne? Die war relativ am Anfang einsortiert. Spitzhacke, Feuerschwert, Stichdegen. Das war schon ein heiliges Schwert. Ja, können wir mal probieren. Vielleicht sind die ja wirklich. So, hier sind die auf jeden Fall rausgekommen. Bist du jetzt links direkt? Nee, du bist nee, ich bin einfach wieder genau den Weg zurückgegangen. Und dann gehe ich gehe jetzt nochmal zurück. Ich will nur einmal ganz sicher gehen. Okay, das wird, ne? Ich gehe jetzt mal einmal in den Mittelgang. Ich trigger mal an. Den Mittelgang oder was? Ja. Lauf doch durch einfach. Na, guck mal, da kommt gar keine. Na. Oh, Programmierung halb gepennt, ne? So bleib stehen, so schön. Also irgendwie. Nee, das ist nicht so geil. Nee, das gefällt mir nicht. Finde ich gut. Nee, es ist zu langsam, dadurch. Ja. Rennt zu schön in die Angriffe rein. Ja, da kannst du echt besser mit dem... Genau, es ist zu langsam und der... ja, es ist schade, es ist zu langsam. Jetzt sind wir nämlich auch schon wieder... Der Tarjan wohnt angeblich nur 70 Minuten mit dem Zug entfernt. Nicht mal einladen. Wer sagt das? Tarjan selbst oder... Nee, Bohnenkrautsaft. Woher kennen die sich denn so also gut? Teufel. Weiß nicht. Man kann ja mal gucken, ob man den Tarjan nicht einlädt, wenn man das Spiel durchgespielt hat und dann für einen Kingsfield 4... Talk. Das stimmt. Einlädt. Ja, können wir mal, warum, also prinzipiell habe ich ja gar nichts dagegen. Ne? Ich würde jetzt noch einmal kurz gern wissen. Denk du immer noch den. Ja, ich will wissen, ob der Reiniger, da steht ja nur Poison, ob der vielleicht auch noch gegen andere Sachen. Nein. Ja, kann da sein. Hier ist ja alles unmöglich, ne? Man muss auch wirklich alles ausprobieren. Körperliche Leiden, ja, dann nehmen wir halt den letzten Salamander. Okay, also hier kommt bestimmt auch noch einer raus, oder nicht? Das hat mich echt ein bisschen erschreckt. Warte, bis sie angreift, dann gehst du. Warum denn?
Wir haben jetzt ja den schon auf Ebene 2 hochgetrieben. Ich weiß, eigentlich macht man die... Oh, das reicht nicht mehr. So ein Mist. Und jetzt. Und zurück. Ja. Oh. Ja gut, Licht. Das ist aber gar nicht... Also der Blitz ist schon mal gar nicht gut gegen die. Vielleicht muss man doch wieder mit dem klassischen Feuerball arbeiten hier. Ne? Okay, schmeißen wir uns noch mal einmal hier die letzte Ampulle Geist H2O. Aber wir können echt... Das ist gut. Dadurch, dass wir jetzt hier diesen Safe-Punkt haben und den Rücksprungstein... Du gehst praktisch hier rechts rum, ne? Genau. Und hier kommt nochmal so eine Zombie-Stelle. Ich erinnere mich vom letzten Mal. Sollen wir mal Feuerbälle? Du bist jetzt diesen Gang hier runtergegangen, ne? Ja, genau. Da gab es ja nur noch eine Möglichkeit. Ja, so wird das gewesen sein. Wo soll wohl der Gang gewesen sein, ne? So, ich nehme jetzt hier aber nochmal etwas Feuermäßiges. Nicht die Feuerwand, sondern den Feuerball. Hätten wir auch schon eben zwei. Wolltest du nicht den Feuerball ausprobieren? Ja, aber ich will erst... Ah, Mist, der war schön gestackert gerade. Schon wieder. Okay. Ja. Okay. Weil ich will jetzt diesen Raum... Ich möchte den So, ich will sie jetzt alle... Jetzt mache ich mal einmal einen Feuerball. Ach, ich habe diese Antifeuerrüstung an. Na, egal. Bring nicht meinen Rhythmus durcheinander. Ja, ich wusste, es war der letzte. Sonst hätte ich das nicht. Hätte ich das Risiko, wäre ich nicht eingegangen. Wo hat's gebröselt? Da. Komm. Zwei kann man dem gut... Also, ne, der... Mhm. Der lässt sich nur nicht so direkt nacheinander staggern. Komm. Und jetzt... Ich baue darauf, dass er gestaggert ist. War ein bisschen zu früh, der zweite Schlag. Der war noch nicht voll aufgepowert. Die sehen aber ganz gut aus, ne? Ich finde, von den Texturen... Und von der Feingliedrigkeit, sag ich mal, sind die für Kingsfield-Verhältnisse, zählen die mit zu den schönsten Gegnern. Oh, nicht gierig werden. Siehst du, jetzt hat sie schon wieder hier mich mit dem Mist. Jetzt aber auch schon. Ach, ärgerlich. Ist mich jetzt quasi... Schwächer, irgendwie. Das weiß ich, aber du läufst doch momentan eine ganz merkwürdige Kurve immer. Ja, komm jetzt, ne? Ist auch nicht so anti. Ich finde dich anti, ich dachte nur, was passiert. Ach. Du willst mich doch von den Mumien schlecht machen. Mach mich nicht immer von den Mumien schlecht. Mist, ganz schlecht gemacht, egal. Aber jetzt ist auch schon egal. Weil jetzt ist unsere Geistenergie sowieso weg. Jetzt mache ich sie doppel. Stagger. Nee. Ich glaube, ich bin ein bisschen... Ja. Wir sind auch ein bisschen schwächer. Weil... 5 Schläge. 6 Schläge. Und kein Stagger. Oder unser Schwert baut gerade megamäßig ab. Das kann natürlich auch sein.
Kannst du mal nachkicken. Gucken wir mal hier, ne? Schauen wir mal, was haben wir denn hier? So. Windschwert, 75 von 100. Also es lohnt sich, das nochmal zum Schmied zu bringen gleich. Dahin sind wir hergekommen, ne? Aber du gehst jetzt erstmal durch den... Das war's aber auch. Raum, wo, du, wo wir noch nicht drin waren. Ja, genau. Genau, jetzt gehen wir einmal hier rein. Ich hoffe, dass dieser nervige Geisteszustand, den wir haben. Wir haben nämlich das da, wir können nicht starten, ne? Ist kein Zaubern möglich und auch, ich habe das Gefühl, wir hauen auch schwächer zu. Oh, das liegt wirklich an dem Zustand des Schwertes. Ach, da war dieser, ach hier. Okay. Hey, aber wie kriege ich das denn hier mal in den anderen Raum? Das ist ein langer und dann kommt da noch ein. Also die machen Deng, Deng, Deng. Links, Mitte, rechts. Links, Mitte, rechts. Meinst du, wir schaffen das, wenn wir da schnell rüber strafen? Kannst du die nicht eigentlich auch mit dem Schild? Nee, das geht nicht. Nee, es schilden. Gibt ja kein manuelles Blocken. Sollen wir das mal probieren? Ja. Links, Mitte, rechts. Der erste kommt. Und wenn der erste vorbei ist, gehe ich mal rüber, ja? Ah! Was ist das für ein Geräusch? Auf dem Boden irgendwas. Das ist nervig, dass man diese... Es ist natürlich schwieriger da. Weil, weißt du, jetzt... Also jetzt kriegen wir einen ab, das lässt sich gar nicht vermeiden. Obwohl... Ich muss erstmal einen... Okay, hat ja keinen Wert, ne? Nee. Ich versuch mal in die... 3, 1, 2, 3. Nee? Doch. Den mittleren. Okay. Bist du drüben wieder eine? Meinst du, ich kann die kaputt schießen? Probier mal. Nein, ist dieser Status-Scheiß weg. Okay, das würde ich doch mal jetzt ausprobieren. Das wäre natürlich geil. Ich werfe mir einen Pilz ein für geistige Kraft und dann gibt es doch mal einen Feuerball hinein. Könnte das passen? Ohne? Ne, ein Stück rechts. Ja, man hat Angst, dass man gegen die Wand schießt, ne? Ja, mach mal. Hast du wieder an die Zauberrichtung und du hast auch Feuer und an die Feuerrüstung. Genau, dann muss ich mal wieder. Ach komm, die Feuerrüstung ist nämlich auch ziemlich gut und sieht auch so verdammt geil aus. Jetzt. Ah, zu hoch. Ah, der ist noch nicht so weit. Egal, für die Weite haben wir ja noch Gandalf, genau. Das Problem ist nur, dass der Blitz sau viel zieht. Vielleicht sollten wir lieber das Windschwert nehmen, dass die echt. Haben das Equipe, das braucht 12. Und der Blitz 13. Ja, mein Kohl, nicht fett. Aber den kann man recht gut. So, pass mal auf jetzt. Nee. Okay. 1, 2, nochmal. Jetzt. Richtig Time, warte, ja. Ich. Oh! Ist jetzt in der Skorpion. Ich möchte sogar so weit gehen und sagen, dass das. Das ist der Sinn und Zweck. Das, also. Da verhakt man sich, ob krass, man. Wie ich mich hier verzeichnet habe. Ob man hier oben dann direkt weitergehen möchte. Oder ob man sagt, nee. Ich renne hier mal durch. Wir haben sowieso nur noch 6 Minuten, von daher ist es eigentlich Quatsch jetzt. Also, wenn der Zeit kommst, dass wir den. Aber ich will mir diesen Raum da nochmal angucken. Irgendwas stimmt da nicht. Und ich will vielleicht auch noch einmal mit dem Pfeil drauf schießen, weißt du? Mhm. Wenn wir schon da sind. Da gibt's einen. Tarion freut sich. Worüber freut sich Tarion? Dass wir doch runtergefallen sind. Ja, ja, der Tarion, ja. Der hat bestimmt so ein Wettbüro. Ja, Tarions Fall Wettbüro identifiziert und sagt, werden sie reinfallen? Das ist aber fies.
Habt ihr den Zauber für minus 30 Geschossschaden drauf? Nee, haben wir nicht. Ist das eine Ironie oder war Kampf von Tarion? Ich klicke das hier mal an. Das heißt, guck mal, wir kriegen jetzt ja einen propanzigen. Wenn so ein Pfeil zieht, dann. So, so machen wir das jetzt. Ja. Und immer schön in die reinstrafen, wo der Pfeil ja, kommt, Colin. Es ist Colin, nicht ne? so einfach, da hier rumzustrafen. Care. So, ist mir doch scheiße. Was ist das denn jetzt? Was hat mich denn jetzt. Sag nicht, dass das giftige Giftpfeile sind. So, ich kann mich wieder bewegen. Jetzt mal ganz langsam, ganz langsam, ganz langsam. Blöde. Okay. Geh doch jetzt wieder da rum zu der Tür, die da ist. Ja, lass mich doch erstmal das Terrain hier sondieren. Ich weiß, du willst nur wissen, was in der Tür ist, damit du es schön in der Karte zeigen kannst. Ich möchte einfach nur, dass wir ein bisschen in jemanden Schwung reinbringen. Ich gebe dir gleich Schwung. Schön in Richtung Kinn. Captain Eisen. Faust wie eine Waschlappen. Faust wie eine Waschlappen. Das klingt, als ob du aus der Kingsfield-Übersetzung in Deutsch gelernt hast. So. Guck mal, da ist wieder ein Shortcut. Aha. Oh, oh, oh. Die warten auf die Ankunft ihrer Altstopp. Erstmal den Shortcut freimachen. Oder? Ja. Ja, das ist hier praktisch der, ne? Würde ich sagen. Ich denke mal, das ist. Oh, hier gibt es noch einiges. Hier sind so Särge. So. Särge. Kann man aber nicht öffnen. Doch, ist leer. Auch leer. Oh, ist das spannend. Also schon mal zur Ankündigung. Ich werde gleich natürlich nochmal backtracken, nochmal die Ressourcen auffüllen und dann. Die ist schick. Die hat schicke blaue Streifen, wie meine Handschuhe, die ich glaube ich gerade trage. Ich weiß, du hast für Ästhetik nicht so viel über, aber ich sag dir. Hier, pass auf. Jetzt pass mal auf hier. Das vermauschelt sich sehr schön. Oh, zwei heilige Rüstungen. Heiliger Pimper. Ja, da weiß man gar nicht, welcher heiliger ist. Wahrscheinlich die, weil die neu ist. So. Einmal um sicher zu gehen, dass es auch wirklich hier wieder in den Zentralbereich geht. Aber es müsste es ja der Logik nach, ne? Oder unserer Logik nach. Sehe ich doch von hier, dass es der Raum ist. Ja, da ist nämlich Captain Hohepriester. Genau, da kamen wir nicht durch. Auf der anderen Seite hatten wir ja das geöffnet und das heißt, im Prinzip können wir jetzt checken, was hier abgeht. Todesmutig bei den beiden Priestern. Und dann können wir speichern gehen und müssen nämlich genau da weitermachen. Müssen wir nicht erstmal speichern und das beim nächsten Mal auschecken, was hier jetzt passiert, genau deswegen. Ja, ja, ich wollte doch nur mal. Okay, sie sind auf jeden Fall nicht freundlich. Nee. Ich will es jetzt speichern? Colin, die Sendung ist sowieso vorbei. Ja, aber wir müssen doch wenigstens mal einen Schuss oder so abgeben. Du kannst doch die Zuschauer zum Anti-Höhepunkt entlassen. Die sind groß. Da waren noch zwei Truhen, sagt der eine auch. Da waren noch zwei Truhen da hinten. Ja, genau. Ärgerlich. Aber leider sind wir jetzt in der. Oh, oh die sucht dich auch. Gut, wir gehen speichern. Wir gehen speichern, auffüllen und dann geht's da weiter. Und das wäre geil, wenn wir. Ich renne jetzt durch den Raum und dann wird der andere Kollege nämlich auch unfreundlich. Aber das war ja all mit den Pfeilen, oder? Ja. Dass man die Pfeile nicht mal irgendwie. Also, vielleicht ja noch, nicht. Aber. Schreibt mir bitte mal auf den Zettel, dass wir den Raum mit den Golden Boys noch bereisen müssen. Ja, das ist ja hier, wo es noch nicht weitergeht. Ist ja hier. Und jetzt bin ich wieder runter. Das ist ja eigentlich das Hauptziel. Genau.
Wo ging es denn hierher? Sind wir hier schon durch? Nee. Ich habe jetzt auch gerade echt nicht geguckt, wo du... Hier waren wir nämlich auch noch nicht durch. Nee, du musst jetzt hier praktisch... Ich gehe jetzt einmal durch. Oh, ich wusste es. Warum gehst du nicht direkt zum Safe Point? Ich einmal noch mal hier noch wissen wollte, was hier ist. Aber wir haben noch einiges zu entdecken, bevor wir... Oh, es ist aufregend. Es gibt so einen tollen Zauber in eurem Repertoire, schreibt Tarion. Was denn? Ja, das wird konkreter, lieber Tarion. 6 Sekunden hast du noch. Ja, ich will auch nochmal schnell zum Speichern. Jetzt, ja, da musst du doch da lang. Nein, da war doch eine Schlitztür. Mensch, Dennis. Durch die andere. Kerl. Kenn ich deine Karten bald besser als du. The Master of. Oh, guck mal, der respawnt. Regnet das draußen? Nee. Das ist der Lüfter. Sehr gut. So, wir sind wieder zum Ende gekommen. Ihr wird jetzt gespeichert. Ich werde die Zwischenzeit auch nutzen, dann noch schnell zur Elfe zu gehen, ne? Damit wir wieder unsere Ressourcen auffüllen. Und zum Schmied, dann können wir die Sachen nämlich direkt mal wieder in die Reparatur geben. Das lohnt sich. Und dann sind wir nächste Woche wieder am Start. Kingsfield, ich glaube, ohne Dennis Richtarski, der dann schon in England wald, auf der E3 wald. Mach du die, ich kann nicht mehr. Mach du die ab. Bis nächste Woche. Dranbleiben.